Wir begrüßen Herrn Philipp Missfelder, CDU-Bundestagsabgeordneter. Er ist Bundesvorsitzender der Jungen Union und er ist Mitglied im Bundesvorstand der CDU. Ich grüße Sie. Ja, Herr Missfelder, wie ist denn die Stimmung derzeit in der Unionsfraktion? Man hört ja immer wieder, dass viele es leid seien, Kompromisse zu schließen, die nachher von der SPD sozusagen als Sieg verkauft werden können. Natürlich sind viele es leid, mit der SPD Kompromisse zu machen, was weniger an Herrn Kahrs und vielen anderen in der SPD liegt, die ja durchaus andere Meinungen und vernünftige Meinungen auch teilweise vertreten. So unerfolgreich war die Große Koalition ja jetzt nun auch nicht, als dass man jeden Tag schlecht über sie reden müsste. Aber trotzdem ist es so, dass wir für ein ganz anderes Ergebnis damals Wahlkampf gemacht haben. Und es liegt doch in der Natur der Sache, wenn man eigentlich schwarz-gelb will, aber die Sozialdemokraten bekommen hat, dass man damit nicht zufrieden sein kann und sich deshalb auch ja, fast jeden Tag darüber ärgert. Insbesondere, wenn bei der SPD mittlerweile programmatisch ja nicht Sie das Sagen übernommen haben, sondern Frau Nahles und andere die Preise für Herrn Steinmeier diktieren. Herr Kau.